Und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf Sams Fußball Channel. Ich bin Sam. In dem heutigen Video sitzt schon am Titel die nächste Folge der Tierlist. Und zwar habe ich heute die besten Torhüter dieses Jahrzehnts für euch. Das ist, ja, damit ist die Spielerreihe abgeschlossen. Als nächstes wollte ich dann die Trainer machen. Und ich denke, wir starten rein mit dem ersten Torwart. Der erste Torwart ist ein absoluter Weltklasse für den Torwart für mich die letzten Jahre gewesen. Hat seine Karriere schon beendet und hat die meiste Zeit seine Karriere beim FC Chelsea verbracht. Die Rede ist von Peter Cech. Er war ein absoluter Weltklasse-Torwart meiner Meinung nach. Ikonisch natürlich dadurch, durch seine Kopfverletzung, die er damals erlitten hat, musste er diesen Helm tragen zum Schutz seines Kopfes. Und ja, dadurch ist er einfach ikonisch geworden. Er war tschechischer Nationaltorwart, hat ein paar Turniere wie EM und WM, hat er glaube ich nie gespielt, aber hat eine EM gespielt. Ist 2012, Entschuldigung, Champions League-Sieger mit Chelsea geworden. Damals gegen Bayern im Elfmeterschießen hat er die entscheidenden Elfmeter gehalten. Er hat die Premier League mit Chelsea mehrere Male gewonnen, glaube ich. Später dann zu Arsenal gewechselt, wo es nicht ganz so erfolgreich für ihn lief und dann seine Karriere beendet. Ich glaube, er ist immer noch bei Chelsea aktiv, irgendwie als sportlicher Leiter oder so, also ist immer noch dem Fußball treu geblieben. Hat sich aber auch andersweitig umgeguckt und war zwischenzeitlich auch mal im Eishockey als Torwart aktiv. Das fand ich sehr interessant, also auch da hat er im Tor gestanden. Und für mich, wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, Weltklasse-Spieler, von daher packe ich ihn auch ins Tier der Weltklasse. Für ganz oben hat es nicht gereicht, da hat er ja mich nicht so gepackt, aber absolut einer meiner Lieblingstorhüter die letzten Jahre gewesen. Der nächste Torwart ist Niederländer, hat auch für einen englischen Verein gespielt, für Manchester United, auch die Champions League gewonnen, mehrere Premier League Titel gewonnen, und zwar meine ich damit Edwin van der Sar. Den musste ich einfach noch reinnehmen, da er, da ich ihn sehr cool fand, ein sehr bodenständiger Typ, hat ja viele Titel gewonnen, hat viele Nationalspiele mit der Nationalmannschaft, also mit der Niederlande gemacht. Damals 2010 nicht bei der WM in Brasilien, in Südafrika im Tor gestanden gegen Spanien damals, da war es Stekelenburg oder wie er heißt im Tor, hat wie gesagt die Premier League mehrfach gewonnen, ich glaube zweimal die Champions League gewonnen und ich weiß noch damals den entscheidenden Elfmeter gegen Chelsea im Champions League Finale gewonnen, gehalten und damit dann eben auch die Champions League gewonnen. Das war glaube ich 2008 ungefähr müsste das gewesen sein. Absolutes Legendenspiel, absoluter Legendenspieler. Reicht nicht ganz, da ich andere Torhüter dann doch besser finde. Aber auch ihn, ja, ich glaube, danach dann ganz schön abgebaut, wurde dann auch von De Gea irgendwann verdrängt. Von daher reicht es nur für Solala, also ich packe ihn ins Mittelfeld. Er war nicht super krass, beziehungsweise das, was ich gesehen habe, konnte ich jetzt nicht mit ihm viel verbinden. Aber sonst war er definitiv ein sehr guter Torwart. Der nächste Torwart ist einer, der auch noch aktiv ist, einer der neueren Torhüter-Generation, und zwar meine ich Ederson. Der Torwart von Manchester City ist absolut überragend. Nicht nur mit den Händen, also nicht nur die Bälle, die er abwehrt und pariert, sondern auch mit dem Fuß ist er extrem stark. Das mag Pep Guardiola ja an seinen Torhütern, dass die mitspielen, dass sie die Bälle verteilen können, dass sie eben Pässe auch spielen können. Er hat, glaube ich, auch einen Abschlag-Weltrekord gebrochen, Ederson, wo er, ich weiß nicht, entweder mit dem Fuß oder mit der Hand ja, die größte Distanz eben hingelegt hat. Und schaut euch einfach mal seine Highlights an, wie er teilweise aus dem Tor sprintet und mit seinen Mitspielern einfach Fußball spielt, wie ein Mitspieler quasi, so wie Manuel Neuer, zu dem wir definitiv auch noch kommen werden. Für mich Ederson noch jung, hat noch Potenzial, hat definitiv noch ein paar gute Jahre vor sich. Ich finde ihn absolut krass überragend und deswegen kommt er für mich in die Weltklasse.
Der nächste Torwart ist auch sein Landsmann, kommt auch aus Brasilien, spielt auch in der Premier League. Mit dem können wir direkt weitermachen, und zwar ist es Alisson. Spielt beim FC Liverpool, früher bei der Roma gewesen in Italien, hat da quasi seine Anfänge als Torwart gemacht. Entschuldigung. Und jetzt mittlerweile einer der besten Torhüter der Welt. Ich finde ihn irgendwie nicht ganz so stark wie Ederson, denn ja, er ist mit den Füßen nicht ganz so stark. Dafür hat er seine Stärken auf der Linie im 1 gegen 1, also er ist eher der Torhüter wirklich, was man sagen muss. Aber was er die letzten Jahre gezeigt hat, war einfach überragend. Ist ja, glaube ich, auch vor ein, zwei Jahren zum Torhüter der Premier League gewählt worden, also zum besten Torhüter der Premier League. Und das heißt schon einiges, das schaffst du nicht mal ebenso. Von daher hat auch alle Titel eigentlich gewonnen, die man gewinnen kann. Copa America mit Brasilien, die Champions League mit Liverpool direkt in seinem ersten Jahr, glaube ich sogar. Und die Premier League hat er auch schon geholt. Also er braucht eigentlich nichts mehr zu beweisen. Von daher auch ein absoluter Weltklasse-Torwart. Ich finde ihn, wie gesagt, nicht ganz so stark wie Ederson, aber das ist meine Meinung. Der nächste Torwart ist auch eine absolute Ikone, und da werden wir gleich ins höchste Tier überhaupt gehen. Und zwar meine ich die italienische Torwartlegende Gigi Buffon. Absolut krass, was der geleistet hat. Nicht die größten Titel gewonnen mit seinem Verein, mit seinen Ländern, beziehungsweise Weltmeister ist er geworden. Also den Titel hat er sich verdient. Damals mit Italien im Elfmeterschießen, glaube ich, auch den ein oder anderen Elfmeter pariert. Also hat dazu beigetragen, dass Italien in Deutschland Weltmeister geworden ist. Da bin ich noch zu klein, um das live so verfolgen hätte können damals. Also da war ich gerade mal 6 Jahre alt. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber die Folgejahre habe ich auf jeden Fall alle von Buffon verfolgt. Und ich fand seine Paraden, gerade als er noch bei Parma gespielt hat, also seine Anfangszeit, fand ich richtig krass, wo er noch sehr, sehr jung war. Und das muss man ihm einfach lassen. Also da kann man nur Respekt für ihn aussprechen, dass er einfach immer noch spielt. Er ist schon 40 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter. Und er spielt einfach immer noch Fußball. Klar, nicht auf dem besten Niveau. Das ist, glaube ich, mit dem Alter auch nicht möglich. Spielt in der zweiten italienischen Liga, ist also zurück zu Parma, zu seinem Heimatverein, glaube ich, zurückgekehrt. Und wird da, denke ich, auch seine Karriere beenden. Vielleicht geht er nochmal nach Amerika oder so. Glaube ich aber eher nicht. Von daher packe ich ihn, geht gar nicht anders, ins höchste Tier. Und zwar in den Status des Goats. Anders geht es meiner Meinung nach nicht. Denn Buffon ist eine absolute Torwart-Ikone. Der nächste Torwart ist auch jetzt die letzten Jahre. Meiner Meinung nach hat er sich wieder richtig auf ein richtig krasses Level hochgespielt. Und zwar meine ich Thibaut Courtois. Hat jetzt seinen größten Titel mit der Champions League letztes Jahr geholt, hat mit Belgien immer mal wieder sehr gut performt bei WMs und EMs, hat die Premier League schon mit Chelsea gewonnen, hat die Liga mit Real Madrid gewonnen. Also er hat eigentlich auch fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Hat gegen Liverpool quasi Real Madrid alleine gecarried und sie zum Sieger gemacht. Diese Paraden waren einfach überragend, also da kann man sagen, was man will. Und deshalb finde ich ihn mittlerweile einen absolut überragenden Torwart. In der Premier League damals bei Chelsea fand ich ihn auch schon richtig krass. Aber da haben ja viele gesagt, ja, er gehört nicht zu einem der besten Torhüter der Welt. Mittlerweile würden das viele, glaube ich, revidieren. Also mittlerweile ist er, glaube ich, einer der besten Torhüter der Welt. Noch nicht ganz auf der Spitze, wie ich schon genannt habe. Aber ich denke, absolute Weltklasse mittlerweile. Denn er ist noch, also er hat definitiv noch ein paar Jahre. Gerade auch Torhüter haben ja mehr Jahre, meiner Meinung nach, als Spieler. Da dieses Anforderungsniveau natürlich nicht so hoch ist, sie müssen weniger laufen, die Belastung ist geringer. Von daher denke ich, hat Thibaut Courtois noch ein paar Jahre im Köcher und für mich ein absoluter Weltklasse-Keeper. Kommen wir zum vorletzten Torwart in dieser Liste. Wie gesagt, ist das nur meine Liste. Ihr könnt natürlich noch einen Torwart, der fehlt, eurer Meinung nach unten in die Kommentare schreiben.
Der nächste ist Iker Casillas. Auch er hat schon seine Karriere seit längerer Zeit beendet, auch aufgrund Herzproblemen. Das fand ich damals echt schockierend, als ich die Nachricht erfahren habe, dass er ja auch ein, zwei Mal am Herzen operiert werden musste. Gerade Herz ist ja immer so eine knifflige Sache, da kann immer was schief gehen. Hat ja die letzten Jahre bei Real Madrid nicht mehr wirklich performen können, da da einfach ein Keylor Navas kommt, der nicht in der Liste ist, da ich ihn ja nicht so Feelings mit Keylor Navas verbinde. Und Casillas, einer meiner absoluten Lieblingstorhüter, gerade auch, weil er erstens schon so lange dabei gewesen ist und zweitens einfach alles abgeräumt hat. Er hat mit Spanien damals die Weltmeisterschaft 2010 geholt. Er hat Europameister ist er geworden 2008 und 2012. Er ist Champions-League-Sieger geworden mit Real Madrid 2014 und ich glaube noch 1900 irgendwas. Also die Champions League hat er auch gewonnen. Und ja, er hat alles gewonnen, was ein Torwart gewinnen kann. Ich glaube, er hat auch mehrfach den goldenen Handschuh gewonnen für den besten Torwart. Also das hat er auch oft schon geschafft. Wie gesagt, damals dann abgebaut, weil Keylor Navas dann irgendwann kam. Aber einer meiner absoluten Lieblingstorhüter. Für ganz oben reicht es leider nicht, aber er war für mich absolute Weltklasse damals. Und der letzte Torwart, wie kann es anders sein, ist und muss Manuel Neuer sein. Einer meiner absoluten Lieblingstorhüter, damals schon bei Schalke gewesen. Ich weiß noch, dieses unglaubliche Spiel von ihm gegen Borussia Dortmund. 2010 oder 2011 muss das gewesen sein. Dann zu Bayern gekommen, ich habe mich richtig gefreut und da wusste ich schon, dass das jetzt die nächsten Jahre der Torwart sein würde. 2010 schon das erste Mal mit zur WM gefahren. 4 Jahre später dann bei seiner zweiten WM einfach Weltmeister geworden. Auch weil er uns gegen Algerien und Frankreich gesaved hat. 2013 davor das Jahr Champions League Trippelsieger mit Bayern geworden. 2020 hat das dann wiederholt mit Bayern, auch weil er uns gegen PSG den Arsch gerettet hat im Finale. Und er ist immer noch einer, wenn nicht sogar der beste Torwart der Welt aktuell. Also kann man nicht anderes sagen. Und das, obwohl er mittlerweile schon, ich glaube, 35 oder so ist. Also der wird auch nicht jünger. Ich denke aber, dass er definitiv noch 2-3 Jahre spielen kann auf diesem Top-Niveau. Und von daher mache ich mir da erstmal keine Sorgen als Bayern-Fan. Und deswegen kann ich ihn eigentlich nur nach ganz oben setzen. Für mich ist Manuel Neuer, wenn nicht der Beste, aber also denke ich schon einer der besten Torhüter der Welt, wenn nicht sogar aller Zeiten. Von daher packe ich ihn ganz nach oben in den GOAT-Start. Und von daher sollte es auch von dem heutigen Video gewesen sein. Das waren so meine Torhüter der letzten Jahre. Wie gesagt, fehlen definitiv noch ein paar. Ter Stegen hätte man noch nennen können. Wen hatte ich noch? Keylor Navas, Donnarumma vielleicht auch. Aber wie gesagt, zu diesen Torhütern habe ich nicht wirklich so einen Bezug. Von daher habe ich nur meine Lieblingstorhüter genommen. Schreibt wie gesagt eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Videos. Auch das würde mich sehr freuen. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Sam.